Jetzt habe ich euch und mir gerade eine Zwischensequenz weggehauen, also ein Zwischengespräch von den beiden. Irgendeine Bohrmaschine hinter dem Tunnelraum. Ich habe es leider nicht ganz genau verstanden. Weil ich in dem Moment natürlich unterbrochen hatte und dadurch auch die Aufnahme natürlich unterbrochen war. Und das Spiel, was wer die Elgato benutzt, weiß, warum das so ist. Kacke. Auf jeden Fall müssen wir in die Haupthöhle zurück. Wir brauchen nicht mehr allzu viel Munition. Denn sollte dies der Fall sein, drehe ich am Rad. Aber sowas von, ey, das glaubt ihr gar nicht. So, Luftkontamination geht wieder los. Gerade rumrennen. Scheint aber nicht so. Und schwubbeldiwubbel sind wir wieder da. So, hier ist der Clown-Schlüssel. Und ich speichere kurz einmal zwischendurch. Einfach damit das gespeichert ist. So. Ich werde jetzt kurz. Werde ich die Münzen einsetzen? Weiß nicht. Nee, eigentlich nicht. Wir benutzen den Clowns-Schlüssel. Moment. Moment. Interessant. Na, was kommt da wohl raus? Na? Na? Ah, ja, klar. Jetzt mal ernsthaft. Okay, die Regenerations- 20 Blindenmunition. Und selbstverständlich richtig ekelhafte Scheiße. Christopher, immer noch bei uns, wie ich sehe. Sehr beeindruckend, mein Freund. Sehr beeindruckend. Schauen wir mal, wie beeindruckend du wirklich bist. Glaubst du denn wirklich? Ist das dein Ernst, Junge? Oh. Shit. Ich kann gerade nicht. Hallo? Meine Güte. Ey, das ist doch wohl eine Verarsche, oder? Jetzt dann mal. Vielleicht bist du gut. Vielleicht hast du nur Glück. Hä? Aua! Drecksvieh. Hä? Ach so. Alter! Ist das euer gottverdammter Ernst? Jetzt mal ernsthaft. Halle. Ja, toll. Meine Güte, was ist das denn? Shit, shit, shit. Oh mein Gott. Meine Fresse! Leicht übertrieben. Du bist langsamer, Christopher. Wurdest ja fast erwischt. Was glaubst du, wie viel mehr davon du noch aushältst?
Na klar. Warum auch nicht? Nope. Ach komm. Ach komm. Was? Ja, das ist ja auch übertrieben gerade. Alter, was? Alter, was denn? Alter, kotzt da. Ey, Leute, ihr wollt mich doch gerade wirklich verarschen, oder? Oh, ey. Ey, Leute, hallo, ist jetzt. Hallo? Ey, das ist doch langsam nicht mehr normal. Das, mal, das kann doch. Mal ehrlich, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ich das kämpfen muss hier. Hier ist keine Munition, gar nichts. So. Okay, wir gehen da hoch. Ach, das gibt's doch nicht. Ey, ist das denn noch zu fassen? Alter! Wie kannst du denn schon wieder kotzen, Mann? Bekommst du kein Mitleid, Arschloch? Ich weiß, ich weiß. Ich habe Schreckliches getan. Furchtbare Dinge. Hab deine Männer gekillt. Gefoltert. Und ich habe jede Sekunde genossen, Soldatenjunge. Genau wie ich es genießen werde, dich brennen zu sehen. Start Countdown zur Detonation. Oh. Hörst du das? Hört sich an, als sei deine Zeit vorbei. Tick, tack, Christopher. Tick! Tack! Wenn du mich umlegen willst, will ich mich umlegen. Aber um Gottes Willen, halt endlich das Maul! Oh, ich würde ja gerne bleiben und dich brennen sehen. Aber ich kann nicht. Ich werde woanders gebraucht. Bye-bye! Nö, hab ich was dagegen. Oh, toll. Ja, ist ja gut, ich weiß. Mein Gott. Nur noch ein bisschen. Na komm. Na komm. Zieh raus die Scheiße, Chris. Ja, geht doch. Lass mich einfach mal, würde ich sagen. Oder versuche es zumindest. Nicht. This is not gonna end well. Also, ich halte fest, Lukas ist ein kranker Schweinehund. Aber ein richtig kranker. Chris, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Wir haben eine E-Mail abgefangen, die Lukas verschickt hat. Hört ihr das an? Umbrella und Redfield wurden erledigt. Sie loszuwerden hat Zeit gekostet, aber sie viel mehr. Ich kann euch die Daten noch liefern, aber danach sind wir quitt. Wer denkt, ich bin tot? Könnte unsere Chance sein. Wem hat das geschickt? Das entschlüsseln wir noch. Schnapp du dir Lukas. Sag mir Bescheid. Okay, Freunde. Zeit, Lukas einen Besuch abzustatten. Wir haben leider keinen Dietrich dafür.
herrje. Forschungseinrichtung. Was auch sonst als eine Forschungseinrichtung sollte uns als nächstes erwarten. Jeder, der Resident Evil kennt, weiß natürlich, was ich meine. Wir gucken jetzt mal, dass wir einen Safe Room ergattern können. Und zumindest mal kurz 12 Minuten nach Dosis Kalzifikation der Zellen. Wow. Da will ich nicht rein. Was ist das hier oben? Da oben. Okay, wir gucken doch als erstes mal hier unten rein. Tolle Idee, wirklich. Ganz tolle Idee, da rein zu gucken. Mal bitte hier zu. Okay, irgendwas stimmt nicht mit diesen zwei da vorne. Oh, hier gibt's nichts, wirklich. Keine Munition, kein gar nichts. WM-002. Sind da drin in dem Raum. Die sind da eingesperrt. Ich glaube fast, dass ich mit dieser Munition jetzt arbeiten muss. Das sind zwei Stück offensichtlich. Oh, da ist Fatty McFatFat. WM-001. Das sind die kleinen Biester 001A. Das sind die Kinder von diesem Vieh. Das ist ziemlich offensichtlich, wenn man ehrlich ist, nicht wahr? Erledigen. Och, komm. Das Gute ist, die lassen sich ziemlich einfach töten durch den Einsatz dieser Spezialmunition. Du warst kein besonders starker. Aber wie kann der denn da hervorkommen? Mal ernsthaft. Eispritze. Evelyn und Mia. Sofern ich das beurteilen kann. E-001 Protokoll, 22. Juli 2016. Gesundheitszustand? Gut. Geistiger Zustand? Gut. Mutamycet-Sekretion? Normal. Andere? Keine Angabe. Keine großen Veränderungen. Sie spielt nur den ganzen Tag mit Puppen, hat heute zwei Typen in Molded verwandelt. Protokoll 12. August 2016. Gesundheitszustand hustet, erschöpft. Geistiger Zustand leicht gestresst. Mutamycet-Sekretion mehr als üblich. Nachdem sie mit Dad Ball gespielt hat, fing sie an, sich über Müdigkeit zu beklagen. Hat einen Typen in einen dicken Mollet verwandelt. Okay. 26. August. Zwei Wochen später. Das sind keine zwei Wochen. Gesundheitszustand schlecht, gestresst, hoch, altert plötzlich. Sie altert ganz plötzlich, verliert Gewicht, Haare fallen aus, der totale Zusammenbruch. Je mehr sie schreit, desto mehr übergibt sie sich. Der Keller ist stark kontaminiert. Kein offensichtlicher Grund für die Alterung. Werden nach weiteren Anweisungen fragen. 9. September. Gesundheitszustand schwach, aber stabil. Wahnhaft, Wirm, Mutamycet-Sekretion stabil. Das Alter hat sich verlangsamt. Das Altern scheint relativ stabil. Hab das E-Nekrotoxin von der Firma bekommen. Befehle lauten es einzusetzen, wenn sie außer Kontrolle gerät. Und ich hab gedacht, ich sei der Witzreißer. Ja. So viel dazu. Die Puppen kennen wir. Mit den Puppen scheint aber nichts zu sein. Okay. Okay, Anti-Regenerationsmunition. Ich finde es interessant, dass wir jetzt die ganze Zeit nur noch diese Munition bekommen. Eine Akte, die wir nicht lesen können. Hier ist sonst auch nichts. Sind wir jetzt nur dafür hier rein? Wirklich? Nur dafür? Dafür sind wir jetzt hier rein? Oh, das ist ja wohl ein schlechter Witz. Verdammt!